Der Einsatz hier ist nach wie vor voll im Gange. Es sind noch sehr, sehr viele Polizeikräfte vor Ort und auch die Straßen hier rund ums Eck vom Römerkastell sind noch abgesperrt. Anwohnerinnen und Anwohner, die in ihre Häuser wollen, werden hier einzeln begleitet von der Polizei. Und es geht momentan noch darum, dass die rund 170 Menschen, die hier waren, um gegen die Veranstaltung im Römerkastell zu demonstrieren, noch festgehalten werden, um ihre Personalien aufzunehmen. Und es geht darum, dass der Vorwurf im Raum steht des schweren Landfriedensbruchs.